Wie ist Nasenbluten am schnellsten zu stoppen? Das und warum die Nase so empfindlich ist und alles Wissenswerte drumherum erfahren Sie in diesem Video. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und ich helfe Ihnen gern mit meiner jahrelangen Erfahrung. Unter Nasenbluten leiden viele Kinder, deshalb habe ich viele in meiner Sprechstunde gesehen und kann Ihnen einiges Interessante dazu berichten, genauso wie zu Ohrenweh, Durchfall oder Erbrechen. Auf meiner Homepage kinderarztvombodensee.de finden Sie alle über 200 Videos alphabetisch aufgelistet und können sie meist direkt anklicken und angucken. Und wenn Sie meine Arbeit gut finden, freue ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo. Jetzt aber zu unserer Nase. Sie ist ein wahres Multitalent. Sie kann nämlich drei Aufgaben gleichzeitig erfüllen. Erstens, die Luft reinigen von zum Beispiel Staubpartikeln. Das passiert über die Nasenhärchen. Zweitens, die Luft anfeuchten. Das passiert über die feuchte Nasenschleimhaut. Und zusätzlich auch durch die Tränenflüssigkeit, die durch den Tränenkanal vom Auge in die Nase führt und somit dort einen zweiten Zweck erfüllt. Und drittens, die Luft anwärmen, damit die Lungenbläschen optimal arbeiten können. Dieses Anwärmen geschieht mit der wärmsten Temperatur, die unser Körper zu bieten hat. Und das ist die sogenannte Kerntemperatur in unserem Körperinneren. Der größte Teil unseres Blutes befindet sich im Kern unseres Körpers und deshalb ist es 37 Grad Celsius warm. Das Besondere an der Nasenschleimhaut ist nun, dass sie besonders viele feine Blutgefäße direkt unter der Schleimhautoberfläche besitzt. Deshalb ist sie so besonders warm, aber gleichzeitig eben auch besonders dünn und damit leicht verletzlich und blutungsanfällig. Jeder weiß, dass die Nase grundsätzlich bei Schlägen oder Stürzen auf das Gesicht leicht blutet. Auch kann heftiges Schneuzen und in der Nase popeln Nasenbluten auslösen. Aber es gibt eben leider nicht wenige, bei denen die Nase auch ohne einen offensichtlichen Schlag plötzlich einfach so zu bluten beginnt. Nasenbluten heißt übrigens bei uns Medizinern Epistaxis. Und die Neigung dazu ist eine erbliche Eigenschaft. Deshalb haben Nasenbluter Kinder öfter auch Nasenbluter Eltern. Was nun tun, wenn die Nase blutet? Am besten den Oberkörper aufrichten, den Kopf leicht nach vorne neigen und sofort mit Daumen und Zeigefinger die Nasenflügel fest und lange zusammendrücken. Den Kopf deshalb nach vorne, dass das Blut nicht nach hinten läuft und geschluckt wird, denn unser Magen mag Blut in größeren Mengen überhaupt nicht und befördert es in der Regel über Erbrechen wieder nach außen. Wenn man etwas Kühlendes oder ein Coolpack zur Hand hat, kann man es zusätzlich in den Nacken legen. Kälte führt zum Zusammenziehen der Blutgefäße und damit blutet es weniger. Normalerweise hört das Nasenbluten nach einigen Minuten von alleine auf, insbesondere wenn die Nase lange genug zugedrückt wird. Abschwellende Nasentropfen haben gleich wie Kälte den Effekt, dass sie die Blutgefäße zum Zusammenziehen in der Schleimhaut bringen und dadurch wird die Durchblutung deutlich gedrosselt. Sie können also dann gegeben werden, wenn die Blutung länger dauert. Nasenbluten tritt oft phasenweise auf, zum Beispiel in einem Wachstumsschub oder in der Pubertät und verschwindet dann wieder von alleine. Wenn dieses Nasenbluten aber ständig und auch zu ganz ungünstigen Zeiten auftritt, zum Beispiel in der Schule oder unbemerkt in der Nacht, stellt sich die Frage, ob man nicht grundsätzlich etwas dagegen tun kann. Der Hals-Nasen-Ohrenarzt bietet eine Verödung der leicht blutenden Blutgefäße an. Dies wird in lokaler Betäubung durchgeführt und hat eine recht hohe Erfolgsquote, aber leider eben nicht bei jedem. Und deshalb empfehle ich, diese Methode nur dann zu wählen, wenn das Nasenbluten einen großen Leidensdruck erzeugt, wenn es häufig auftritt und auch schwer zu stillen ist. Natürlich werden Sie das Nasenblutenproblem Ihres Kindes mit Ihrem behandelnden Arzt besprechen. Insbesondere, wenn die Blutung sich über Stunden hinzieht und die besprochenen Maßnahmen nicht so richtig helfen, kann auch eine Gerinnungsstörung des Blutes vorliegen. In diesem Fall werden spezielle Blutuntersuchungen durch ein Gerinnungslabor gemacht.
Normalerweise werden aber beim normalen Nasenbluten keine großen Mengen an Blut verloren, auch wenn das oft dramatisch ausschaut. Auch sollten Sie nicht erschrecken, wenn nach einer Blutung unappetitliche Blutklumpen aus der Nase kommen oder über den Mund ausgespuckt werden. Das ist etwas Normales, dass Blut außerhalb des Körpers gerinnt und dabei auch ziemlich große Klumpen bilden kann. Nasenbluten ist im wörtlichen Sinne kein Notfall. Insbesondere das feste Nasenzusammendrücken führt sofort zu einem Stillstand der Blutung. Nur ganz selten kommt es vor, dass eine Blutung dadurch nicht innerhalb weniger Stunden aufhört. Dann müsste notfallmäßig doch ein Hals-Nasen-Ohrenarzt aufgesucht werden, dem es entweder über eine Verödung gelingt, die Blutung zum Stillstand zu bringen, oder aber durch das Einlegen einer Nasentamponade. Übrigens heißt der Bereich der Nasenschleimhaut im vorderen unteren Bereich, direkt an der Nasenscheidewand, aus dem das Blut beim Nasenbluten typischerweise austritt, Locus Kieselbachi, benannt nach dem HNO-Arzt Dr. Wilhelm Kieselbach. Ich habe beobachtet, dass es bei meinen Patienten deutlich mehr aus dem Locus Kieselbachi des linken Nasenloches blutete als aus dem rechten. Warum, weiß ich nicht. Jedenfalls nicht wundern, wenn es bei Ihrem Kind auch so sein sollte. Sollte Nasenbluten häufiger nach dem Schneuzen auftreten, ist es ratsam, den Inhalt der Nase hochzuziehen. Das ist für die Schleimhaut schonender. Durchaus sinnvoll ist für Nasenbluterpatienten auch die regelmäßige Pflege der Nasenschleimhaut mit speziellen Nasensalben. Ich fasse noch einmal das Wichtigste zusammen. Nasenbluten ist eine vererbbare Eigenschaft. Es tritt deshalb so leicht auf, weil die Äderchen in der Nasenschleimhaut ganz oberflächlich liegen und leichter platzen. Auch wenn es viel ausschaut, stellt der Blutverlust für den Körper meistens kein Problem dar. Die wichtigste Maßnahme ist Oberkörper hoch, Kopf nach vorne und mit Daumen und Zeigefinger beide Nasenflügel fest zusammendrücken. Abschwellende Nasentropfen können auch helfen, die Blutung zu stoppen. Wenn ein zu großer Leidensdruck entsteht, gibt es die Möglichkeit der Verödung beim HNO-Arzt. Ich rate eher zum Abwarten, weil es oft nur phasenweise auftritt und sich meistens von alleine verwächst. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, liken Sie es, abonnieren Sie den Kanal, denken Sie an die weiteren Videos, die Sie über meine Webseite finden und erzählen Sie im Bekanntenkreis vom Kinderarzt vom Bodensee.